Hallo ihr Lieben, ich bin heute im Hugendubel Frankfurt und ich habe mir ein paar Romance-Bücher aus der New Adult Abteilung rausgesucht. Das erste ist Westwell von Lena Kiefer. Da habe ich den ersten Band schon gelesen und sehr geliebt und bin natürlich gespannt, wie es hier weitergeht. Das ist Jess, ein Riesenbücherwurm und professionelle Booktalkerin. Auf ihrem TikTok-Kanal postet sie kurze, kreative Videos über ihre Lieblingsbücher für 15- bis 25-Jährige. Über 21.000 Fans folgen ihr. Ich denke, dass vor allem bei uns in der Booktalk-Community es darum geht, das Lesen zu feiern. Ob das jetzt Kinderbücher sind, Jugendbücher, Hauptsache es sind Bücher, man liest, man genießt es, man hat Spaß dabei und das ist so das Wichtigste. Besonders erfolgreich sind Liebesgeschichten und Fantasy-Romane, oft über starke, selbstbewusste Heldinnen. Jess liebt solche Bücher und suchte anfangs auf Social Media Gleichgesinnte. Weil keiner in meinem Umfeld gelesen hat, habe ich angefangen, auf Instagram meine Bücherliebe zu teilen, meine Gedanken zu teilen, weil es einfach raus musste. Und ich hätte niemals damit gerechnet, dass es irgendjemanden interessieren könnte. Und als ich die Community dann entdeckt habe, war das sowieso dann erstmal nochmal ein Wow-Gefühl. Den BookTok-Hashtag gibt es seit der Corona-Pandemie Ende 2020. Inzwischen sind weltweit Millionen Leseratten abonniert und die sorgen für unerwartete Buchverkäufe wie Son of Achilles. Ich glaube, ohne TikTok würde es gar nicht hier aktuell liegen. Aber Buchhändler beobachten noch was anderes. Dass sehr junge Leute an Texte herangeführt werden, wo ich denke, dass die eigentlich denen noch nicht gewachsen sind. Schaut euch die Influencer also auch kritisch an und sucht aus, was eurem Alter entspricht. Übrigens, viele, die daheim eher selten lesen, ändern durch Social Media vielleicht ihre Meinung. Irgendwann sehen die dann diese Videos und denken sich, lesen ist vielleicht gar nicht mal so uncool. Ich versuch's mal. Und ich glaube, dass einige dadurch auch noch mal zum Lesen gefunden haben. Viel Spaß also beim Schmökern.